Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei Fixit Felix Jr., ein Homebrew-Fangame für den Sega Mega Drive, das Sega Genesis. Und ihr habt recht, ja, das basiert tatsächlich auf Wreck-It Ralph oder die Top-Übersetzung dieses Films in Deutschland, Ralph Reichts. Ja, Wutbürger Reloaded, sag ich nur. Und das ist ganz witzig. Also es geht darum, ne? Sie haben ihn einfach aus der Stadt gejagt, sage ich mal einfach. Und das findet Ralph doof und deswegen macht er jetzt einmal das Haus kaputt. Und dann kommen wir gleich als Felix und sagen, das finde ich auch doof und machen dann wieder ganz. Und das war ein nettes Arcade im Film. Und die haben eine geile Homebrew-Version. Sprachausgabe, die Musik ist cool. Eigentlich hätte das Ding gleich eigentlich Disney lizenzieren können. Gibt übrigens ein Flash-Game auf der Disney-Seite. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber das gab es auf jeden Fall zu Zeiten des Films. Das war auch ganz putzig. So, da ist Felix. Und Felix kann was, was viele Leute nicht können. Felix kann es reparieren. So. Dann wollen wir mal. Ihr seht Ähnlichkeiten zu einem befreundeten Affen von Nintendo. Purer Zufall. Purer Zufall. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Da waren die ganz kreativ. So, er schmeißt hier Ziegel. Ihr seht, das ist total was anderes als Fässer. Und wir brauchen hier auch keine hässliche Schlampe zu rennen. Ja, Pauline ist und bleibt eine Schlampe. So. Geh weiter. Nächste Stage. Gucken mal, ob ich das jetzt einigermaßen hinkriege. Vielleicht kann ich euch sogar einen kompletten Run zeigen. Mal gucken. Aber es steuert sich wirklich super. Also es ist für ein Fangame geil. Da gibt es überhaupt nichts. Also, ich glaube, das hätte ich einsammeln können. So hin? Ja, genau. Da kann ich nur seitlich hin. Kann ich nicht von unten hochspringen. Das blockiert so dieser Gartenpavillon-Wald da draußen. Aber ich werde das verlinken. Ne? Das könnt ihr also dementsprechend tatsächlich downloaden und dann mal selber ausprobieren. Vielleicht wollt ihr ja mal eine Highscore-Challenge machen. Von einem wirklich netten Game. Also, da komme ich nicht her. Das sieht man an den Fensterläden. Na? Ja, Ralph hat's aber wirklich, ne? Dem reicht's aber wirklich. So, auch geschafft. Ich weiß gar nicht, wann das Dach kommt. Na, da ist es noch nicht. Ich glaube, einmal habe ich sogar tatsächlich das einigermaßen fehlerfrei hingekriegt. Komm, immer mal ein bisschen dem Typen aus dem Weg gehen. Also eigentlich ist der von der Art und Weise eher mit Brutus oder Pluto oder wie sie ihn irgendwie bei Popper manchmal nennen, also diesen Popeye Arcade Game zu vergleichen. Na ah, komm, haben wir. Haben wir auch drin. So, komm, hier. Fixit Felix macht dich platt. Da ist noch mal Stage. Ach, jetzt kommen die Vögel. Ja, was hätte ich da machen sollen außer sterben? Nichts. Nee. Das Fenster ist natürlich auch geil. Das blockiert alles. Obwohl, ich bin gar nicht gestorben. Bringt der Vogel mir etwa Glück? Felix, du bist seltsam. Könntest Kevin heißen. Weil dann würdest du wahrscheinlich nicht dein eigenes Videospiel haben. So, komm, mach mal hier. Ja, komm. Haben die staged auch. Auch. So, wo ist das Dach? Wo ist das Dach, Ralph? Da ist das Dach. Yes! So, komm. Cutscene. Zoom. Besiegt. Aber das findet der so scheißen doof, das machen wir gleich nochmal. Ne, aber habt ihr schon mal einen Playthrough gesehen? Also ist wirklich putzig. Und für ein Fangame vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das hätte sogar wirklich bei den Arcades auch funktioniert. Also, so, wir wollen Fixit Felix. Da ist Felix. Felix fliegt wieder hin, macht wieder einen auf Q-Bird. Und es geht weiter. Ja, was soll ich jetzt... Ja, gut. Hätte ich wahrscheinlich mich eher dem Vogel opfern müssen.
bin ich durch die Ziegel auch nicht gestorben. Strange, wenn ich das mal sagen darf. Strange. Ich kann nicht sagen, man stirbt. Also definitiv. Aber ist egal. Wir spielen einfach mal durch. So, was soll ich jetzt hier machen? Außer... Ja, toll. Ja, jetzt hat er mein Leben verloren. Ach, der kriegt dann so eine Art Turbo-Modus, wenn er tot ist. Ist klar. Der Disney-Sheet oder das... Ah. Genau, dann ist man für ein paar Sekunden unverwundbar. Da haben wir auch. Also hier, ne, für euch der Aufruf, ne? Ich will ja Highscore-Challenges sehen. Es läuft auch wirklich gut. Also, kann ich mich gar nicht beschweren. Ich habe sowieso noch ein paar andere Sachen auf der Pfanne, die ich euch unbedingt zeigen will, muss, darf, kann, habe ich vor halt. Und das werden wir dann auch tun. Weg, 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 weg. So. Jetzt habe ich dich. Okay, da gibt es nur einen einzigen Weg. Das ist nicht so schwierig, das rauszufinden. Haben wir. Schön. Ja, da guckst du, Ralf. Da reicht's dir wirklich, ne? Wie kann man von Wreck-It Ralph auf Ralph reicht's? Das muss mir wieder einer erzählen. Ich weiß nicht, wie hieß der sowieso bei uns in Deutsch irgendwie. Ich glaube, den hatten sie irgendwie auch irgendwie nicht. Irgendwie Rumpel-Ralph oder so. Also. Na, da geht's nicht lang. Ja, das ist ja eine geile Stage. Ja, falls einer mal ein paar Ziegel auf dem Kopf haben will, ist das, glaube ich, genau der Level. Ja, super. Natürlich Game Over. Das war ja auch Cheating. Wie wird man auch beschissen? Ihr seht, das Ding ist tatsächlich von 2014. Also jetzt kann ich ja sagen, vom letzten Jahr. Ist ja so extrem lange her. Und spiel's einfach mal. Link ist in der Beschreibung. Für die Leute, die nicht wissen, wo die Beschreibung ist, die ist unten. Ja, da wo die Beschreibung hingehört. Und ansonsten ist ein nettes Game. Macht Laune. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten und da gibt's noch mehr. Bis dann. Tschüss.